Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort, sozusagen mitten zwischen Neckarsulm und Erlenbach gelegen, befindet sich die Josef-Schwarz-Schule. Und über Bildung wird ja sehr viel gesprochen, manchmal auch gestritten. Und wir zeigen mal ein bisschen, was hier an Bildungskonzepten in dieser Schule umgesetzt wird. 350 Schüler werden bislang hier unterrichtet und es hat sich auch einiges getan. Nämlich am Montag werden hier die neuen Gebäude eingeweiht. Auch da können wir zum ersten Mal einen Blick erhaschen. Und einen herrlichen Ausblick hat man auch hier mitten aus der Aula hinaus in die Weinberge. In dieser Schule, in der die Kinder auch in den Ferien, wir sind gerade in den Herbstferien, betreut werden. Und es wird ein großer Wert hier auf Mathematik, auf Technik, auf Naturwissenschaften gelegt, aber auch auf die Internationalisierung, weil die meisten Schulstunden in Englisch abgehalten werden. Und was es sonst noch so alles gibt, schauen wir uns jetzt mal an. Es tut sich einiges. Übrigens natürlich auch bei der Schwarz-Stiftung, nicht nur hier, was die Investitionen angeht, sondern auch in Sachen Experimenta. Da wächst ja der Neubau in die Höhe. Und jetzt hat man auch bekannt gegeben, dass ein Schiff gekauft wird, auf dem man dann die Übergangszeit überbrücken möchte, wenn der alte Teil der Experimenta umgebaut wird. Und das wird etwas Spektakuläres. Auch während der Bundesgartenschau hat man dann ein Leuchtturmprojekt. Da kann dann die Experimenta sozusagen live einen Teil spielen. Da wird man fast schon wie bei der Expo begeistert werden. Und anschließend soll damit dann auch Werbung gemacht werden auf allen Flüssen Deutschlands. Und das ist ein ganz interessantes, spannendes Projekt. Und das Schiff wird eigens hergeholt und vom Stifter höchstpersönlich begutachtet. Daran sieht man, wie ernst man das nimmt und was man damit auch tatsächlich beabsichtigt. Höchsten Ansprüchen genügt natürlich auch das Sportangebot hier an dieser Josef-Schwarz-Schule. Wir sind jetzt in dieser dreiteiligen Sporthalle. Natürlich der ganz normale Sportunterricht wird angeboten, Schwimmunterricht in der benachbarten Schwimmhalle und natürlich abends dann auch noch zusätzliche sportliche Angebote. Und was hier an dieser Privatschule natürlich auch vorgelebt wird, ist die Internationalität. Hier werden auch Schüler aus verschiedensten Kulturkreisen gemeinsam unterrichtet, immer in kleinen Gruppen. Zu 22 Schülern kann man sie natürlich auch sehr intensiv und individuell betreuen. Und auch die Lehrer kommen aus vielen Nationen, also auch das macht diese Internationalität aus. Und klar natürlich an so einer Privatschule, dass dabei auch Kosten entstehen, aber die werden gehaltsabhängig berechnet. Das heißt also, es richtet sich nach der Höhe des Gehalts der Eltern, sodass auch unterschiedliche Schichten hier an dieser Schule mit dabei sein können und ihre Schüler mit hier anmelden können. Und es gibt auch wirklich die entsprechenden Programme, gerade auch für die besonders talentierten Schüler, damit sie sich auch hier enorm schnell und intensiv weiterbilden können. Also hier ist einiges geboten und das passt eigentlich zu Neckarsulm insgesamt, denn dort ist in diesen Tagen so oder so immer wieder viel geboten, auch in Sachen Diskussionen nach der OB-Wahl. Jetzt wird ja der neue Oberbürgermeister ins Amt eingeführt und da hat man einige Scharmützel jetzt im Gemeinderat gemacht, die für große Aufregung gesorgt haben. Sicherlich äußerst ungeschickt ausgerechnet jetzt das Gehalt des neuen Oberbürgermeisters zu reduzieren im Vergleich zum ehemaligen. Das haben einige als politisches Nachtreten empfunden, auch wenn er damit immer noch mehr verdient als vergleichbare Oberbürgermeister in der Region. Dennoch, es gibt derzeit so viele Gräben, die sollte man doch eher überwinden, als neue aufzureißen. Vieles von der neuen Konzeption ist auch hier in diesem Neubau zu sehen, der dann offiziell, wie gesagt, nächste Woche eingeweiht wird. Aber die Schule hat ja logischerweise im September schon begonnen. In diesen sogenannten Lernhäusern, das ist eben etwas anderes wie das alte Klassenzimmerprinzip. Also es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, wie sich die Schüler einbringen können. Auch worauf geachtet wird, immer die Lichtachse, alles Licht durchflutet, auch in dem Atrium für die kurzen Pausen. Und jeder Schüler hat seinen eigenen Arbeitsplatz, an dem er sich dann auch selbstständig wieder zurückziehen kann, wo er dann auch mit den eigenen Lernmitteln selbst agieren kann, selbst arbeiten kann. Hier in diesem Bereich beispielsweise bei der Klassenstufe 5 und 6 und es geht ja weiter. Das heißt also, am Ende der Maßnahmen und auch der Bauten, die noch folgen werden, kann man dann auch hier das Abitur machen. Und es sind so Kleinigkeiten, die einfach auch den Unterschied ausmachen. Sie werden hier kein Klingelzeichen hören, sondern hier über die Lichtbalken wird signalisiert, ob man sich gerade in der Pausenphase befindet oder eben dann im Augenblick im Unterricht. Und dazu
gehört auch zur Konzeption, dass die Lehrer Teil des Ganzen sind und hier mit den Schülern gemeinsam in diesem Lernhaus aktiv sind. Jetzt kommen wir zurück von der Klassenstufe 5 und 6 aus dem Neubau, zurück hier in die Grundschule. Hier in diesem Klassenzimmer wird die Klasse 2 unterrichtet. 2012 wurde ja die Schule hier eröffnet, eingeweiht und auch hier mit ganz interessanten Lernmethoden. Der Unterrichtsbeginn ist noch sehr lehrerzentriert, aber dann werden die Schüler immer selbstständiger, können sich dann hier aus den verschiedenen Fächern dann die Themen herausnehmen, die sie bearbeiten wollen, die sie an ihren Arbeitsplätzen bearbeiten können und sie bekommen dann in ihrem Heft einmal in der Woche dann auch die gemeinsamen Ziele und welche dann auch erreicht wurden und das entsprechende Feedback sowohl des Lehrers als auch dann der Eltern. Alles auf Englisch, wie gesagt, auch hier in Klasse 2, sehr interessant. Und es gibt im Zwischenraum den sogenannten Rollenspielraum, denn dann kann man spielerisch auch Dinge erlernen und auch das gehört natürlich gerade bei Grundschülern mit dazu. Und worauf auch Wert gelegt wird, das können wir uns noch ein paar Einblendungen hier einspielen. Beispielsweise auch handwerkliches Arbeiten wird gefördert in der Werkstatt und man kann auch das Musikalische fördern im sogenannten Bandraum, wo es schon einen Contest gibt, wo man dann dementsprechend auch gemeinsam Musik machen kann. Das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund leistungsorientiert, Schüler nicht überfordern, aber eben auch nicht unterfordern, sondern die Ziele gemeinsam analysieren und auch erreichen und das, was die Gesellschaft auch braucht, eben, dass man da die Schüler darauf vorbereitet. Und das ist bei allen Bildungsdiskussionen natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und da hat hier die Josef-Schwarz-Schule mit Sicherheit eine Konzeption, bei der sich einige auch in der Zukunft anlehnen werden. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.